Hallo und herzlich willkommen. Ich vermute, das war das Signal, das ich übernehmen soll und habe auch gleich meinen Bildschirm geteilt. Wir freuen uns, zumindest Teile sehe ich von Ihnen, dass Sie es heute Mittag, ist eine seltsame Uhrzeit, geschafft haben zu der Veranstaltung. Und wir freuen uns auf die nächste Stunde und hoffen, dass Sie nach der Veranstaltung mit mehr nach Hause gehen, wobei nach Hause gehen ja auch relativ ist, als mit 0 und 1. Wir wollen uns aber zunächst mal kurz vorstellen. Sie müssten jetzt zwei Bilder von uns sehen. Wenn Sie auf Sprecheransicht gehen, werden Sie auch immer denjenigen von uns beiden sehen, der spricht. Jetzt spreche gerade ich, Florian Gärtner. Ich bin zuständig in der Evangelischen Kirche der Pfalz für Weltmission, Ökumene, für unsere interkontinentalen Partnerschaftsarbeiten, für Mission und Diakonie. Ich arbeite mit bei der Lektoren- und Lektorinnenausbildung, Prädikanten und Prädikantinnen und bei unseren VikarInnen. Ich habe im letzten Studiensemester, was ich mir gönnen durfte, eine Untersuchung gemacht zu Nutzerinnenbedürfnissen bei digitalen Angeboten. Und das werden wir Ihnen zunächst vorstellen und dann auf das Thema Gottesdienste mit Kindern und Familien eingehen. Aber jetzt erstmal Stefan. Ja, vielen Dank. Ich habe die Studie im Kleinen gemacht in meiner Familie. Ich habe nämlich 4 Kinder im Alter zwischen 4 und 10 Jahren. Und da ist Mediennutzung, Medienkonsum, Kindergottesdienst ein großes Thema. Ich war Gemeindepfarrer, dann 5 Jahre im Rundfunk und seit gut einem Jahr bin ich Pfarrer für Gottesdienste mit Kindern und Familien der Evangelischen Kirche der Pfalz. Und ich habe einen besonderen Schwerpunkt auf kreative Verkündigung und auch Verkündigung im digitalen Bereich. Und das war gerade in der Pandemie sehr spannend, den Kindergottesdienst und Familiengottesdienste zu übersetzen ins Digitale und hoffe, dass ich da heute mit ein paar Beispielen und Anregungen und Impulsen zeigen kann, welchen Mehrwert digitale Familiengottesdienste oder Gottesdienste mit Kindern haben können und was noch die große Herausforderung ist bei der Gestaltung. Ansonsten finde ich es sehr wichtig, über Spiritualität bei Familien nachzudenken, zu schauen, was hat sich in der Pandemie verändert, anzuknüpfen und das alles wahrzunehmen und habe ein wunderbares Übungsfeld mit meinen 4 Kindern und auch zu Hause mit den Kindern, die sehr kritisch sind, immer wieder neue Dinge ausprobieren und freue mich auf den Nachmittag. Genau, und noch die 2 Minuten zu überbrücken, bis wir sagen können, jetzt können wir mit gutem Gewissen anfangen, sage ich, dass der Stefan und ich uns eigentlich deswegen optimal ergänzen, weil meine Kinder schon deutlich älter sind. Die sind in der berühmten Pubertät, dann wo die Eltern ganz eigenartig werden und wo das Thema digital gerade im Lockdown natürlich also echt anstrengend und herausfordernd war. Und das in so einer Opposition sind. Also wenn der Stefan noch kritisch mit seinen Kindern über Spiritualität reden kann, dann ist das Thema mit meinen Kindern im Moment ein No-Go. Also da ist dann immer Opposition aus Prinzip. Deswegen mache ich das mit Ihnen. Da macht es mir viel mehr Spaß, drüber zu reden. Und schlage auch vor, dass ich jetzt einfach mal weiter spreche. Wenn Sie sich Gedanken machen über das Thema digital und analog und sich fragen, welche Formen gibt es eigentlich, dann ist ja relativ offensichtlich, dass es 4 Formen von Gottesdiensten geben kann. Wir alle, denke ich, die hier in einem digitalen Raum unterwegs sind, haben in der Pandemiezeit erlebt, dass der digitale Gottesdienst sehr ins Zentrum gerückt ist. Und unseres Erachtens haben wir auch viele Erfahrungen gemacht und einen großen Kompetenzzugewinn gemacht in den letzten 2, 3 Jahren. Wir haben Menschen neu erreicht und neue Menschen erreicht. Und das gilt es eigentlich jetzt zu behalten und weiterzuentwickeln. Einige Rückmeldungen bei der Umfrage, die ich gemacht habe, fand ich total spannend, dass Menschen gesagt haben, was sie super finden an digitalen Gottesdiensten ist, dass sie zum Beispiel auf Dienstreisen daran teilnehmen können. Das war mir vorher nicht präsent, scheint aber ein Bedürfnis zu sein. Und natürlich bleibt eine Spannung. Es bleibt eine Spannung, weil Kirche für Gemeinschaft und steht und Glauben braucht auch Gemeinschaft. Und ich glaube, da brauchst du auch immer wieder analoge Formen. Aber auch der Inhalt von Verkündigung hat einen gewissen Anspruch auch an die Form. Und trotzdem glaube ich, dass die Chancen von digitaler Skalierbarkeit von Angeboten nicht zu unterschätzen ist. Also wenn ein Mensch sich die Mühe macht und ein wirklich tolles Angebot, eine wirklich tolle Predigt, eine tolle Verkündigung, etwas für Kinder macht mit viel Mühe und er macht das digital, dann können das ganz viele andere Menschen nutzen.
Und das ist ja eine unglaublich große Chance. Und so fluide, wie die Nutzerinnen und Nutzer schon geworden sind, so fluide wollen wir versuchen, auch in Zukunft zu bleiben. Also ich kann einen rein digitalen Gottesdienst machen. Ich kann aber auch einen Gottesdienst machen, wo ich den Menschen vorher zum Beispiel ein Liedblatt schicke oder etwas zum Abendmahl oder für die Kinder etwas zum Basteln oder ein Symbol. Und dann habe ich sowas wie einen analogen Anknüpfungspunkt in deren Wirklichkeit. Das sind, wenn Sie da auf der Folie sehen, für uns die zweite Form der Gottesdienste, also digitanaloge Gottesdienste, Schwerpunkt digital, aber mit einem analogen Ankerpunkt in der Wirklichkeit. Etwas, was alle verbindet, die es machen. Ich kann es natürlich auch andersrum machen. Ich kann einen analogen Gottesdienst machen. Das heißt, ich treffe mich örtlich und zeitlich wirklich gebunden vor Ort und nehme dazu dann digitale Elemente. Eine Predigt, eine Verkündigung, die jemand toll, wirklich mit viel Qualität und Liebe vorbereitet hat. Lieder oder andere digitale Einspieler. Und mache dann einen analogitalen Gottesdienst, also einen Gottesdienst, der schwerpunktmäßig analog ist, aber digitale Einspieler hat. Und damit können wir die Ressourcen auch ziehen. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, analoge Gottesdienste ohne all das zu machen. Aber wir reden heute nur über die Punkte 2 und 3. Wie das mit Kindern und mit Familien stattfinden kann, da wird der Stefan nachher einige Beispiele sagen. Ich stelle Ihnen vorher noch 2, 3 Erkenntnisse aus der Umfrage da. Die Menschen, die wir gefragt haben, hatten Erfahrungen mit digitalen Gottesdiensten und konnten sehr präzise benennen, was sie sich eigentlich wünschen. Sie wünschen sich nämlich digitale Formate. Und sie wünschen sich Wiederholbarkeit. Also interessant war für mich auch, Sie wollen den Komfort auf die Pause-Taste zu drücken, vor- und zurückzuspulen. Livestream war gar nicht so wichtig. Das Ganze am liebsten von zu Hause auf dem Sofa und in der eigenen Komfortzone. Und dann kam etwas, was mich persönlich überrascht hat, weil ich selbst im Internet anders unterwegs bin. Für viele Menschen war das Thema Regionalität ganz wichtig. Also die Gottesdienste sollten irgendwie regional sein. Das heißt nicht unbedingt die eigene Gemeinde, aber so der eigene Kontext. Die Gemeinde sollte man kennen, den Namen sollte man kennen. Und das war eine große Einheitlichkeit bei dem Thema digitale, ich sag mal konsumierbare Gottesdienste. Und in dieser Gruppe gab es dann nochmal eine Untergruppe. Und diese Menschen sagen, ich möchte Gottesdienste von zu Hause, ich möchte die auch gerne möglichst leicht und konsumierbar, aber gerne mit Interaktion. Sei es zusammen zu singen, sei es sich auszutauschen in Breakout Rooms oder zu sagen, wir beten zusammen. Also das Thema Chat und Fürbitte zusammenzubinden. Irgendeine Form, aber damit haben wir wirklich 2 Gruppen. Es gibt die einen, die sagen, ich möchte mir etwas anschauen. Und die anderen, die sagen, ich möchte mir das anschauen und interagieren. Deswegen glauben wir, dass in einer Nicht-Lockdown-Zeit wie jetzt es wichtig ist, dass wir das zusammenkriegen. Dass wir sagen, wir machen analogitale Gottesdienste, wo Menschen beides zusammen haben, wir hohe Qualitätsstandards erreichen können und die digitalen Elemente auch skaliert bekommen. Skaliert ist, werden Sie sehen, häufiger mein Zauberwort, weil ich davon so unglaublich überzeugt bin. Also wenn Sie selbst wissen, Sie haben etwas mit viel Liebe vorbereitet und es kommen dann 10, 20, 30, lassen Sie es 100 Menschen sein und dann ist es vorbei. Wenn Sie etwas anderes, Sie werden gleich Beispiele von Stefan sehen, wenn Sie etwas mit viel Mühe vorbereiten und es mehrfach nutzen können und anderes nutzen können, ist das natürlich eigentlich viel besser. Deswegen werden wir heute nur über analogitale Gottesdienste sprechen. Und was braucht es dafür? Sie brauchen einen Ort, weil es ist zeitlich und örtlich gebunden. Und Sie brauchen irgendwie ein Vorbereitungsteam auch, weil das Ziel ja ist, analoge Gastfreundschaft an den Mann und an die Frau zu bringen. Also ich mache das so, als lade ich die Menschen zu mir ins Wohnzimmer ein. Und dann, und dazu kommen wir später noch, braucht es natürlich irgendeine Form von Plattform, wo man digitale Inhalte herkriegt. Also woher weiß ich denn, wo kriege ich gute digitale Inhalte her für Kinder und Familien? Und nach welchen Kriterien kann ich die aussuchen? Also nach den großen Kirchenjahreszeiten oder nur nach Zeiten oder nach Formaten. Da brauchst du eine Plattform,
die das Ganze bündelt und für mich selbst leicht zugänglich macht. Das war jetzt so ein bisschen die Vorweg Ideen, die wir gesammelt haben, aufgrund deren jetzt der Stefan Ideen vorstellen wird, wie wir das, wie wir uns das bei Kindern und Familien gut vorstellen und ausprobiert haben. Dazu übergebe ich mir jetzt mal den Bildschirm. Ja, vielen Dank. Ich habe ein paar Beispiele und die Beispiele will ich nicht nur erzählen, sondern auch zeigen und meinen Bildschirm dazu teilen. Und Florian hat gerade schon gesagt, vieles haben wir auch ausprobiert und vor allem ausprobiert während der Pandemie. In den Lockdowns habe ich Gottesdienste, die ich sonst analog gemacht habe, übersetzt. Aus der Not heraus, dass wir die nicht stattfinden lassen konnten, und habe das mit meinen Kindern gemeinsam entwickelt. Und da gab es natürlich am Anfang auch den Überraschungseffekt bei den Familien, die gesagt haben, huch, wir hätten gar nicht gedacht, dass Kirche sowas macht, dass die das drauf haben, dass solche digitalen Sofa-Gottesdienste, haben wir es genannt, auf YouTube, auf Instagram, auch noch regional und die Kinder ansprechen, Familien ansprechen, dass sowas überhaupt gibt. Und dann haben wir ein Stück weiter gedacht, also auch gerade jetzt nach den Lockdowns, nachdem es schon wieder analoge Gottesdienste gibt, spüre ich, dass es eine große Herausforderung ist, nicht nur Gottesdienst digital abzubilden, sondern auch wahrzunehmen, dass Familien ein Bedürfnis nach Spiritualität haben. Es ist eben mehr als nur 0 und 1, mehr als etwas Gutes Digitales auf die Beine zu stellen. Qualität bemisst sich für mich daran, wenn es um Gottesdienste mit Familien geht, dass auch genau an dieses Bedürfnis nach Spiritualität angeknüpft wird. Also dass es nicht nur ein digitales Angebot ist, sondern bei dem, was angeboten wird, Familien auch merken, hier gibt es einen Begegnungsraum, einen Freiraum, um Spiritualität zu entdecken und gemeinsam das zu feiern und zu leben. Das heißt, für mich muss ein deutlicher Unterschied erkennbar sein zwischen einem Fernsehprogramm oder YouTube und Gottesdienst, der digital gefeiert wird. Und wie das funktioniert, also wie das Analoge vorbereitet werden kann und das Digitale in Szene gesetzt, dafür habe ich ein paar Beispiele. Und ich glaube, wir brauchen da ein feines Gespür dafür, für das Digitale und Analoge und für Familien und auch die Offenheit, beides aufeinander zu beziehen. Und das erste Beispiel, ich denke mal, diese kleinen Kerlchen dürften Ihnen vielleicht schon mal über den Weg gelaufen sein, wenn Sie Kinder haben im Alter zwischen 2 und 12. Früher hatten wir Musikkassetten, heute gibt es diese Tonys, so nennt sich das, und auch Tony-Boxen. Funktioniert ganz einfach. Es gibt diese Hörspielboxen, die sind größtenteils unkaputtbar und da ist ein kleiner Computer drin mit einem WLAN-Modul und in den Tony-Figuren sind kleine Chips, RFID-Chips, die laden einen Inhalt aus der Cloud, also aus dem Internet herunter und machen den abspielbereit. Und den kann ich abspielen, ich kann anhalten, ich kann vor- und zurückspulen, lauter, leiser machen. Und das Tolle an diesen Tony-Boxen, meine Kinder lieben die, weil sie sich ganz analog anfühlen, aber eigentlich total digital sind. Weil die ganze Technik dahinter, die Cloud, die die Inhalte bereitstellt, ist digital, aber das Erleben ist ganz analog. Und aufgrund oder auf dieser Basis dieser Tony-Figuren und Tony-Boxen haben wir einen Familiengottesdienst konzipiert, und zwar einen begehbaren Familiengottesdienst, wo es pro Station eine Tony-Box gibt und eine Geschichte auf diesem Tony drauf ist, aber nicht nur als Geschichte zum Anhören, sondern auch mit einer sozusagen Call to Action, einer Aktion, einer Einladung, sich dann vor Ort auch Steine und Farben, die bereitgestellt sind, zu nehmen und einen Stein zu gestalten zu der Geschichte, zu dem Thema, mit dem der Tony präsentiert. Also konkret, Sie sehen das hier auf dieser Schatzkarte, könnte zum Beispiel so ein Familiengottesdienst im Park, das ist der Herzogenriedpark in Mannheim, vielleicht habt ihr es erkannt, stattfinden mit einer Geschichte zum Thema Ostern, einer Geschichte zum Thema Mut, Trost, Begeisterung und Gemeinschaft. Und an jeder Station wird auf einer Picknickdecke zum Beispiel von einer kleinen Gruppe oder von einer Familie der Toni gehört, ein Stein gestaltet, ein
Mutstein, ein Troststein, ein Stein der Begeisterung verkörpert und ein Stein, der am Schluss in ein großes gemeinsames Bild gelegt wird, sodass da auch etwas Analoges bei entsteht. Das Tolle an dem Format, es ist skalierbar, was Florian eben schon gesagt hat. Ich kann es im kleinen Kreis machen. Ich kann es hochskalieren und sagen, ich mache das mit großen Gruppen in einem Dorf zum Beispiel mit Stationen oder ich mache es als Kindergottesdienst mit einem Team und präsentiere jeden Sonntag eine Geschichte und gestalte einen Stein. Oder ich gebe das Familien mit, dass die sich ihren eigenen Parcours gestalten können, mit anderen Familien gemeinsam feiern. Und diese Tonys funktionieren nicht nur als Figur, die ich oben drauf stelle, sondern weil es ja alles mit der Cloud verknüpft ist, auch mit QR-Codes. Und in dem Sinne kann ich mir die Inhalte aus dem Internet runterladen oder ich kann mit den QR-Codes und dem Handy auf Tour gehen und da, wo dieser QR-Code abgebildet ist, höre ich auch diesen Inhalt. Als kleines Hörbeispiel, ich hoffe, ihr könnt es gleich hören. Wir können mal kurz reinhören. Ich mache es dann nach ein paar Sekunden auch wieder aus, damit Sie einen Eindruck davon bekommen, wie sich sowas anfühlt oder wie sich sowas anhört, besser gesagt. Hallo und herzlich willkommen auf dieser kleinen Reise. Es ist eine Reise zu Mut und Trost, zu Begeisterung und Freundschaft und Gemeinschaft. Denn das alles sind Geschenke von Gott. Ja, ich weiß, diese Geschenke sind anders als andere Geschenke, weil du sie nicht sehen kannst und auch nicht auspacken. Aber du kannst sie spüren und vielleicht auch weiter verschenken. Lass uns ein kleines Experiment machen. An jeder Station liegen Steine. Und an jeder Station kannst du einen Stein bemalen. Siehst du die Steine? Prima, dann such dir jetzt einen Stein aus, der dir gefällt. Und nimm mich ruhig von der Tonybox runter und stell mich wieder drauf, wenn du einen Stein gefunden hast. Also nimm mich runter und vergiss nicht, mich wieder auf die Tonybox zu stellen, wenn du den Stein für dich gefunden hast. Toll, du hast einen Stein gefunden, der dir gefällt, oder? Kennst du das Gefühl, wenn dir ein Stein vom Herzen fällt? So ging es auch den Menschen, die damals erlebt haben, wie Jesus gestorben ist. Die waren sehr traurig, denn Jesus... Und so weiter. Also diese Tonyboxen, im Moment, ich wollte sie gerne hier zeigen, sind aber im Moment verliehen. Also sie sind, gehen durch die Gemeinden und da dieses digitale Format sehr vielfältig genutzt werden kann, wird es auch sehr gerne ausgeliehen. Und die Geschichten, die Tonys, kann ich tatsächlich über die Cloud immer neu bestücken. Herr Franz, da ist eine Frage. Willst ja, du vielleicht... gerne. Herr Helmert. Wer erstellt und spricht denn die Texte, die in der Tonybox zu hören sind? Die jetzt konkret für diese Tonys habe ich selber besprochen und auch meine Kinder bzw. mein Team dazu in Anspruch genommen. Also das heißt, das kann man selber machen, ja. Muss es nicht einkaufen und damit ist man natürlich sozusagen auch Copyright-Fragen los. Richtig, genau. Die sind alle selbst eingesprochen. Die Texte und Geschichten von diesen Tonys dürfen sich gerne runterladen. Die sind im Internet auch verfügbar. Ich habe es vorhin eingeblendet auf kinder-familien-kirche.de und die haben wir selbst gestaltet. Und das wäre auch meine Empfehlung, es selber zu machen in der Gemeinde. Es kostet einmal Mühe, einmal Zeit, aber ich sehe, seit einem Jahr gehen diese Tonyboxen durch die Lande und werden gut gebraucht, also gut angenommen. Und Tonyboxen haben den Vorteil, die Kinder wissen, wie damit umzugehen ist. Also ich muss ihnen nicht großartig erklären, wie es funktioniert. Intuitiv nehmen die, einen habe ich da, einen Tony, setzen den auf die Box und los geht's. Und diese Einfachheit, dass es sich analog anfühlt, finde ich ganz wichtig, weil es ja nicht um Medien gehen soll, die im Vordergrund stehen, sondern um den Inhalt. Da ist noch eine Frage, Frau Metzger. Ja, hatten Sie an jeder Station dann eine Person stationiert, damit die Tonyboxen keine Beine bekommen und oder? Ja, das stimmt. Wir hatten das so, dass eine Person die Tonyboxen im Blick hat. Ja. Damit am Schluss nicht mehr oder weniger Tonyboxen da sind als am Anfang. Mhm. Weil mittlerweile sind die auch relativ teuer. Die kosten jetzt 100 Euro das Stück, vorher 80. Aber es gibt eine gute Nachricht, man kann sie auch selber machen.
falls sich jemand für interessiert, auf der Gesamttagung für Kirche mit Kindern in Lübeck vom 30. September bis 3. Oktober gibt es in einem Zentrum, das ich mitleiten darf, Zentrum für auch digitale Gottesdienste, einen Workshop, wo gezeigt wird, wie diese Hörspielboxen selber gebaut werden können und dann auch Hörspiele selber produziert werden können. Schon mal als kleine Werbung oder als kleinen Ausblick. Wenn keine weiteren Fragen zu dem Thema Toniboxen sind, was sich ganz analog anfühlt und trotzdem digital ist, habe ich ein zweites Beispiel. Sie sehen es schon hier und haben sich vielleicht schon gewundert, was ist das da? Die Kinder haben um den Fernseher, der ja für digitale Angebote, wenn sie nach Hause geschickt werden oder zu Hause konsumiert werden sollen, gefeiert werden sollen, gebraucht wird, in Szene gesetzt. Und zwar geht das mit einem Rundstab, aus einem Holzstab oder hier mit einer kleinen Gardinenstange und einem Vorhang, dass der am Anfang eben hinter diesem Vorhang ist und dadurch eine ganz andere Rolle bekommt. Es hat den faszinierenden Effekt, dass Kinder das wahrnehmen, dass der Bildschirm dann nicht mehr im Mittelpunkt steht, sondern eine andere Rolle hat, wie ein Gast, der dabei ist bei dem Gottesdienst und der ganz gezielt dann benutzt wird oder in Szene gesetzt wird, wenn er gebraucht wird, und danach wird der Vorhang wieder zugezogen. Das könnte so aussehen, dass der Gottesdienst zu Hause im Gemeindehaus oder wo auch immer gefeiert wird. Und dann, wenn eine Geschichte, ein digitales Element über den Fernseher gebraucht wird, entsprechend der Fernseher aufgedeckt wird und die Kinder diese Geschichte digital im Analogen erleben, wahrnehmen. Das klingt jetzt banal, aber glauben Sie mir, es macht einen großen Unterschied, ob ich die Kinder vor den Fernseher setze und den ganzen Gottesdienst im Fernseher wie eine TV-Serie konsumiere oder ob ich mit den Kindern dem Digitalen eine Bühne biete, eine Bühne bereite und dann mit dem Öffnen des Vorhangs die Kinder einlade, in diese Fantasiewelt oder in diese Geschichte einzutauchen, bereit zu werden für die Geschichte. Und nicht von Anfang an der Fernseher, der im Mittelpunkt steht. Und ich mache es gerne auch vorher so, dass ich eine kleine Kinesiologie-Übung mache mit den Kindern, auch einfach um die Körperwahrnehmung, gerade bei digitalen Angeboten, zu fördern, sage ich, sucht mal eure Ohren. Und es ist so eine kleine Ohrmassage, um zu spüren, dass ich mit dem Körper gerade diese Geschichte hier wahrnehme, mich bereit mache. Also der Fernseher bekommt durch so eine ja einfach eigentlich simple Art von Inszenierung eine Gastrolle im Gottesdienst, wird verhüllt und enthüllt dann, wenn er gebraucht wird. Und das zeigt den Kindern auch, welche Haltung wir haben bei digitalen Gottesdiensten. Es geht nicht um die Medien an sich, sondern es geht um die Geschichte, um das gemeinsame Erleben, was dahinter steckt. Und der Fernseher ist nur ein Fenster zur Geschichte. Und da möchte ich jetzt noch einen Schritt weiter gehen. Und zwar habe ich das auch schon in einem Kindergottesdienst in der Kirche ausprobiert, dass ich erst mit Handpuppen arbeite, die so eine Art Vorspann machen, in die Geschichte einführen, dass neben den Handpuppen eine Leinwand steht und ein digitales Element, das Storytelling, digital in den Gottesdienst eingeblendet wird und dann die Handpuppen wieder übernehmen. Das kann sehr organisch wirken und den Kindern fällt es gar nicht großartig auf, dass hier auf einmal etwas Digitales passiert, sondern sie sind in der Geschichte drin und das ist wichtig, dass die Handpuppen in die Geschichte einführen und dass die Handpuppen dieses digitale Element einbetten. Und das geht auch in kleinen Gruppen, wie gesagt, Skalierbarkeit, das geht im Kindergottesdienst, aber auch zu Hause, entweder indem ich zu Hause auch die Handpuppen benutze und dann den Fernseher enthülle oder indem ich schon ein Stück vorher einsteige mit den Handpuppen, die vielleicht auch schon digital im Fernseher zu sehen sind. Ein kleines Beispiel habe ich. Ui, ist das schön. Dubidubidubidubidu, kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Ach, so ein Bad ist saugeil, oder? Was machst du denn da? Ich?
Ich wasch mich. Du wäschst dich in meinem Wohnzimmer? Aber Wasser ist doch zum Waschen da, oder? Aber nicht nur. Auch zum Schwimmen und Tauchen. Und zum Saufen und Planschen. Und zum Taufen. Zum Tauchen, ja, hast du schon gesagt. Zum Taufen. Tauchen. Taufen mit F. Ich hab grad gedacht, du hast Taufen gesagt. Hab ich ja auch. Taufen? Was ist das denn? Wenn Gott zu jemandem sagt, du bist mein Kind, ich hab dich lieb, das ist Taufen. Und wie geht das? Kennst du die Geschichte, wie Jesus getauft wird? Das klingt sauspannend. Das ist Johannes und der Fluss hinter ihm heißt Jordan. Johannes sagt, lasst euch taufen, jetzt ist die Zeit dafür. Einige Menschen kommen zu ihm und lassen sich taufen. Eines Tages kommt auch Jesus zu ihm und sagt, Johannes, bitte taufe mich. Johannes meint, ich dich? Eigentlich muss ich von dir getauft werden. Aber Jesus sagt, mach's einfach, Gott hat sich was dabei gedacht. Also gehen die beiden in den Fluss und Johannes tauft Jesus. Da geht auf einmal der Himmel auf. Eine Taube schwebt vom Himmel herab. Jesus und Johannes erkennen, dass das die Kraft von Gott ist. Und dann hören beide eine Stimme. Sie wissen nicht, ob die Stimme von oben kommt oder von innen. Aber sie spüren, dass es die Stimme von Gott ist, der sagt, du bist mein Kind. Ich habe dich lieb. Johannes staunt. Denn er hat noch nie Vater, Sohn und Heiliger Geist gleichzeitig erlebt. Und er spürt, wie viel Liebe von Gott kommt. Das ist ein Beispiel, wie ein digitales Element in ein analoges Geschehen eingebettet wird. Danach übernehmen die Handpuppen wieder. Und die Kinder sind immer noch in der Geschichte drin. Diese Elemente können ein Legefilm sein, ein Erklärfilm, Stop-Motion-Film. Und hier nochmal ein Hinweis auf die Gesamttagung Kirche mit Kindern, September, Oktober. Da haben wir nämlich vor, auf einer Plattform diese Inhalte auch zu sammeln und zukünftig auch für digitale und analoge Gottesdienste bereitzustellen, als große Austauschplattform. Da sind wir auch gerade mit der EKD zusammen am Planen, wie sowas am besten funktioniert. Aber das Allerwichtigste, was mir am wichtigsten ist und was für mich das Qualitätskriterium für Gottesdienste, gerade auch digitale Familiengottesdienste sind, ist, dass es die Möglichkeit gibt, dass die Kinder danach noch sich mit dem Thema beschäftigen können. Dass es eine Kreativphase gibt, die natürlich vom Digitalen in das Analoge führt. Zum Beispiel, indem ich Dinge anbiete zum Basteln, zum Gestalten, über einen digitalen Kanal zum Runterladen oder vorher Materialien versende und den Kindern die Möglichkeit gebe, zu merken, dass der Gottesdienst, wenn der Fernseher aus ist oder wenn er gefeiert ist, noch nicht zu Ende ist. Er geht weiter. Der Gottesdienst hat dahinter noch eine Phase, die anregt, Dinge auszuprobieren. Das, was im Gottesdienst erlebt wurde, vielleicht auch im Alltag wieder zu entdecken. Zum Beispiel auch durch solche Experimente und den Familienalltag auch mit reinzuholen, mit anzusprechen und diese Brücken zu schaffen. Wo finde ich im Alltag etwas von dem Gottesdienst, den ich gerade gefeiert habe, wieder? Und vielleicht kann ich mich sogar mit jemandem darüber unterhalten. Mit Wasser putze ich Zähne, wasch mich und dusch mich und bad mich. Ich esse gerne Eis, Würfel und ich male gerne mit Wasserfarben. Und wenn der erste Sonnenstrahl in den Garten kommt, will ich sofort den Rasensprenger und das Planschbecken aufbauen. Und ich gehe auch gerne ins Schwimmbad. Eins, zwei, drei. Genau. Also großes
Qualitätskriterium für mich, danach noch die Möglichkeit zu bieten, mit Kindern zu theologisieren. Zum Beispiel, indem ich bei einem digitalen Gottesdienst am Ende dazu anrege, auf die Suche zu gehen, Spuren aus diesem Gottesdienst im Alltag zu entdecken oder denen, die es vor Ort durchführen, die vielleicht eine Liturgie selber auch um diese digitalen Elemente herum bauen und vor Ort live feiern, paar Tipps an die Hand geben, theologisieren mit Kindern. Welche Fragen wären dann spannend? Zum Beispiel die Frage, ich frage mich, was dir das Wichtigste an der Geschichte war oder ob die Geschichte etwas über dich erzählt, wo du in dieser Geschichte vorkommst. Und da im Analogen die Möglichkeit zu geben, dass das Digitale noch nachwirkt und tatsächlich, dass die Kinder auch zu Wort kommen. Theologisieren als Qualitätsmerkmal, dass das Digitale nicht zu Ende ist oder der Gottesdienst nicht zu Ende ist, sondern weitergeht. Und eben habe ich schon angesprochen, das wäre unser großer Wunsch und das Ziel, dass wir bald eine Plattform haben, wo eben solche kleinen Elemente, digitale Elemente von vielen verschiedenen Teams, Gemeinden, Kindergottesdiensten hochgeladen werden und von anderen benutzt werden können und genauso eben mit analogen Elementen verknüpft werden. Also ich stelle mir vor, ich habe diesen Erklärfilm zur Taufe von Jesus habe ich gemacht und habe dazu ein Stück mit Puppen geschrieben, was sich darauf bezieht. Und das stelle ich auf die Plattform und biete an, dass jemand das im Kindergottesdienst sich runterladen kann, die Puppen entweder live spielen oder auch einspielen digital und dann diesen Erzählfilm, den Erklärfilm, dann digital im Analogen benutzt. Und dann vielleicht noch mit ein paar Hinweisen, wie können Kinder danach noch dem auf die Spur gehen, was bedeutet die Taufe für mich? Wasser, Taufe, Leben, wo finde ich die Spuren wieder und darüber ins Theologisieren kommen? Dann wäre das für mich eine runde Sache und ich hoffe, dass bald diese Plattform zur Verfügung steht und dann auch mit vielen Elementen, verschiedenen Teilen, Liturgie zum Beispiel, Musik und Storytelling, Erzählfilmen, dann wächst und wächst und wächst und wir uns da unsere Gottesdienste eben in dieser Qualität, mit dieser Haltung zusammenbauen können, gemeinsam gestalten können. Und noch einen letzten Hinweis, den ich wichtig finde, dass gerade bei digitalen Angeboten es wichtig ist, das Analoge, das, was vor Ort geschieht, mit einzubeziehen. Also zum Beispiel kann ich bei einem digitalen Gottesdienst darauf hinweisen, das war jetzt ein Gottesdienst im Thema Taufe und Wasser und wir machen am, 12.07. einen Wasserspieletag im Wasserpark um die Ecke. Kommt dazu, wenn ihr wollt. Das geht im Digitalen wunderbar, dass ich auf das Regionale hinweise oder auch punktuell in Gottesdiensten und bei analogen Veranstaltungen darauf hinweise, wir haben jetzt hier ein Kind getauft im Gottesdienst, aber falls ihr nochmal eine Geschichte zur Taufe erleben wollt, geht doch auf unseren YouTube-Kanal oder auf sofagottesdienst.de. Da könnt ihr das nochmal erleben oder euch ansehen. Und das ist ein großer Vorteil dieser nonlinearen Angebote. Ich habe gerade in der Pandemie und danach gemerkt und auch viele Rückmeldungen bekommen, dass Kinder sich diese Gottesdienste, die, weil sie digital produziert sind, sehr dicht sind, immer und immer wieder ansehen. Ich kenne eine Familie, die hat gesagt, wir haben uns den Weihnachtsgottesdienst 4-mal am Stück angeguckt, weil die Kinder gesagt haben, nochmal gucken und nochmal gucken. Und immer wieder ist den Kindern was Neues aufgefallen und es kam was Neues in Bewegung. Also diese Wiederholbarkeit ist gerade für Kinder und Familien, glaube ich, ein sehr großer Vorteil und eine große Chance bei digitalen Angeboten. Und dazu will ich Mut machen, analoge und digitale Angebote miteinander zu mischen. Auch gerade diese Grenze bewusst zu überschreiten, mit Toni-Boxen in einem Park digitale Angebote ins Analoge zu holen oder mit QR-Codes nach Hause zu geben und diese Verknüpfungen im Blick zu haben und in allem natürlich davon ausgehend, dass Familien ein Bedürfnis nach Spiritualität haben und auch gerade jetzt mit dem Digitalen, was ja gewachsen ist in der Pandemie, vielleicht auch neue Möglichkeiten haben,
die Spiritualität für sich zu entdecken oder sogar die Notwendigkeit da ist, nochmal auf die Suche zu gehen. Was passt denn zu mir und welche Angebote, welche digitalen oder analogen Angebote nehmen denn mein Bedürfnis wahr und wo kann ich es weiterdenken, wo gibt es einen Begegnungsraum für mein Bedürfnis nach Spiritualität? Soweit meine Beispiele. Ich gebe den Bildschirm wieder frei. Das ist schön. Jetzt dürften Sie meinen Bildschirm wieder sehen. Ich will Sie nämlich nochmal mit auf unseren Gedankenweg nehmen. Die Frage ist ja, was ist mehr als 0 und 1? Ja, das war ja die Ausgangsfrage. Und Stefan und ich haben Kinder in sehr unterschiedlichen Altern. Wir leben sehr unterschiedliche Familienkulturen. Das ist bereichernd im Austausch. Ich komme auch eher so von der BWLerischen Sicht, also wie kann ich Produkte möglichst stark skalieren? Wie schaffe ich da auch gleiche Qualitätskriterien? Der Stefan kommt eher von der Einmaligkeit einer Veranstaltung her. Also Sie sehen auch schon, wir haben uns da auf den Weg gemacht und haben für uns beide erkannt, dass sich das wechselseitig nicht aufheben soll und auch nicht aufheben muss, sondern dass eigentlich die Kunst darin liegt, zu sagen, ich finde das Richtige für mich. Das ist das Thema Angebotsplattform. Und ich finde dann Wege, dass es weiterwirkt. Also meine Kinder, wie ich schon gesagt habe, im pubertierenden Alter, den schicke ich immer wieder Links von guten Insta- oder YouTube-Sachen, die sich mit Glaubensthemen beschäftigen. Und das funktioniert natürlich nur, wenn die so gut sind, dass sie bei meinen Kindern was auslösen, dass sie hinterher mit mir ins Gespräch kommen. Also wir setzen uns nicht zusammen hin und gucken das. Aber das ist genau die Stärke, die Stefan gesagt hat, dieses Nicht-Lineare. Also ich habe unglaublich viele Möglichkeiten, Dinge miteinander ins Gespräch zu bringen. Deswegen ist es uns auch so wichtig, dass wir einen Schritt weiterkommen und sagen, wir produzieren weiterhin gute digitale Angebote. Die brauchen wir. Und wenn ich mich zurückerinnere, als ich Gemeindepfarrer war, war es für mich, gab es nichts Schlimmeres als das Thema Handpuppenspielen. Ich bin so gar nicht der Handpuppenmensch. Ich bin eher etwas schambesetzt. Also ich habe mich das nicht wirklich getraut und dann macht man es auch nicht wirklich gut. Hätte ich aber jemanden gehabt wie den Stefan, der mir das einspielt, dann glaube ich, hätte ich eine ganz andere Qualität von Kindergottesdiensten nochmal machen können. Weil ich dann den Teil, wo ich weiß, das bin ich nicht wirklich und das kann ich nicht gut, den macht jemand, der das mit Liebe macht. Und ich mache das außenrum, das Gespräch mit den Kindern. Wir reden gemeinsam drüber. Das hat mich unglaublich überzeugt und ich bedauerte, dass es das damals nicht gab, weil bei mir ist sowohl Erklärfilm wie Handpuppenspiel runtergefallen. Und dann ist im Kindergottesdienst natürlich, also ist man froh, wenn jemand anderes einem da noch helfen kann. Also deswegen braucht es gute digitale Angebote. Wir brauchen unbedingt eine Angebotsplattform. Da sind wir in der Pfalz gerade dran, das zu überlegen, auch zusammen mit der EKD-weiten Vernetzung. Und Sie merken schon, unser Herz schlägt für das, was wir analogital nennen. Also dass es auf jeden Fall beides gibt. Entweder hauptsächlich digital und es geht dann analog weiter oder was wir in der Pfalz jetzt auch machen werden für nicht spezielle Gottesdienste für Kinder und Familie, ist zu sagen, wir bringen zum Beispiel Lektorinnen und Prädikantinnen, unterstützen wir da drin. Das, was es früher als Vorführerschein gab, das kennen Teile von Ihnen vielleicht noch. Also wie bediene ich einen Filmvorführer und lade die Leute ein, das jetzt hinzubringen, eine einfache, gute Liturgie zu machen, vor allen Dingen den Fokus auf die Gastfreundschaft zu legen. Zu sagen, hier, ihr seid willkommen, hier gibt es Kaffee, hier gibt es Kekse, wir machen die Tür auf, wir begrüßen euch, dann gibt es eine Eingangsliturgie, dann kommt ein richtig guter, knackiger, digitaler Verkündigungsteil und da gibt es tolle Sachen. So gut können es viele einfach gar nicht. Und danach, für bitte Vater unser und dann am besten ein Kirchencafé, wo man drüber redet. Da sehen Sie, da kommen unsere Augen zum Strahlen und das gilt eben nicht nur für Gottesdienste mit Kindern und Familien. Aber wie es da aussieht, da übergebe ich dem Stefan jetzt nochmal das Wort. Genau, also auch da ist mir das Wort Gastfreundschaft ganz wichtig. Gastfreundschaft bedeutet auch, ich überlege oder ich schaue, was brauchen meine Gäste? Was haben die für ein Bedürfnis? Und dazu muss ich mich mit denen eigentlich unterhalten. Und darum ist mir wichtig, auch gerade digitale Angebote am besten mit Teams, mit Familien gemeinsam
zu gestalten. Und diese Elemente, die Sie gerade gesehen haben, zum Beispiel, dass Kinder erzählen, was für sie Wasser bedeutet, was sie mit Wasser machen, die am besten auch einsammeln in der Gemeinde. Oder übers Internet dazu aufrufen, schickt uns doch mal, was ihr so mit Wasser macht. Und ihr findet euch dann wieder in dem Gottesdienst. Wir knüpfen daran an. Wir nehmen das, was ihr mitbringt und denken das ein Stück weiter im Digitalen. Das heißt, im Digitalen findet das Leben statt, das Familienleben. Und das ist mir wichtig, dass Familien sich darin wiederfinden. Das ist vielleicht wichtiger als die Sound- oder Ton- oder Bildqualität, diese emotionale Qualität, dass Familien sich da angesprochen wissen und dass wir wissen, für wen wir es produzieren. Und gerade da freue ich mich sehr auf die Gesamttagung, auch gerade mit allen ins Gespräch zu kommen, die etwas beitragen, die Dinge gestalten, aber auch mit Familien, die sagen, ich suche so lange schon nach einem guten Kindergottesdienst digital, den ich sonntags gucken kann oder wie auch immer. Lass uns da mal gemeinsam das weiterdenken und übersetzen ins Digitale. Und ich glaube auch, wir brauchen weiterhin gute digitale Angebote, gerade um Familien, die jetzt seit 2, 3 Jahren, die vielleicht vorher schon nicht so eng mit Kirche zusammen waren, aber die jetzt völlig den Kontakt verloren haben und die jetzt sich viele andere Dinge gesucht haben, die sie machen, da nochmal zumindest zu zeigen, unser Herz schlägt für Familien, für Kinder. Und es geht eigentlich darum, nicht was wir euch vermitteln wollen, sondern welche Fragen ihr habt, was ihr mitbringt. Es geht um euer Leben, um euren Alltag. Und das zu übersetzen in analogen und digitalen Formen, ist eine große Herausforderung. Und ich glaube, daran entscheidet sich aber auch, wie unsere Kirche in 15 Jahren aussehen wird und wie unser Verhältnis zu Familien sein wird. Und da entscheidet sich wahrscheinlich noch viel mehr dran an der Frage. Sie sehen schon im Hintergrund, dass wir uns bei Ihnen bedanken. Wir sind knackig durch die Zeit marschiert. Wir hatten heute nur eine Stunde. Wir haben jetzt noch eine Viertelstunde, wo wir in Austausch gehen können. Ansonsten freuen wir uns auch über Zu- und Widerspruch. Dazu haben Sie unsere E-Mails, also wer nicht direkt widerspricht, darf auch gerne uns eine E-Mail schreiben. Ja, und dann wäre mein Vorschlag, the floor is open, dass wir nochmal in Austausch kommen. Sie sehen, also wir hatten schon so ein paar Sachen, die uns wichtig sind. Wir glauben an eine digitale Zukunft von Kirche. Das ist jetzt nicht nur bei dieser Runde überraschend, sondern es ist tatsächlich auch ein Kampf, den wir auch bei uns in der Landeskirche regelmäßig führen. Es gibt sehr viele Leute, die sagen, das ist alles Quatsch. Und wir glauben beides zusammen, daraus wird ein Schub.